So, das sind wir wieder mit Let's Play Terraria, mit dem lieben Akira. Moin, moin. Und ja, wir stehen neben Demonidiaz, welches wir abbauen sollten, genau. Okay. Jo, und das mit dem Höhenforschertrank haben wir nochmal geguckt, also da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also, finde ich ein bisschen blöd, da muss man wirklich sich so ein bisschen... Ja, die Farben einprägen. Das ist echt ein bisschen hart. Ja, aber ich glaube, sonst wäre er auch fast zu stark. Ja, wobei. Naja, zu stark wäre er dadurch nicht, finde ich. Naja, naja, eigentlich nicht. Ich meine, wofür hat man den sonst, ne? Schutz! Aha, wegen Klickastomie. Ja, ich merke schon, du hast es wieder. Gut, dass ich mich hier einfach durchgraben kann. Das könnte ich eigentlich auch machen. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Nein, nein, das muss schon gehen. Das muss schon gehen. Ja, hier ist auch wieder eins von diesen komischen... Ach doch, das konnte ich jetzt abbauen. Ach ja, ich habe ja ganz vergessen, mein Herz zu nehmen. Danke für die Nominierung. So. Ist das eigentlich das so... Das ist auch schon... Kennst du das auch so mit den Bier-Nominierungen und so? Was für Nominierung? Bier-Nominierung. Bier? Kennst du das noch nicht? Nee, nicht wirklich. Muss ich das? Stimmt, du hast ja keinen Facebook, ja. Nee. Das ist der geilste Scheiß. Also, wenn du nominiert wirst, musst du eine halbe Hexen, in 24 Stunden dann entweder davon auf Facebook hochladen oder du musst dem, der dich nominiert hat, Trag als Zäun halt. Ja, vor allen Dingen dieses ich muss, nur weil der mich nominiert, ey. Ja. Diese virale Scheiße, ey, ganz ehrlich, die kann mir da so gestohlen bleiben. Musst du wieder drei weitere nominieren. Das ganz ist ehrlich, so selbst behindert, wenn ey. Ich Leute hätte, die so dumm wären und mich nominieren würden, was ich Gott sei Dank in meinem Freundeskreis eh nicht habe. Ich würde es nicht tun, ganz ehrlich. Ey, ganz ehrlich, ich würde den sagen. Was ich so privat tue, das könnte zu jedem gestohlen bleiben, aber auf Facebook hochladen, das braucht ein zukünftiger Arbeitgeber. Ja, eben, genau aus dem Grunde. Genau das ist auch der Grund, warum ich mich bei solchen Sachen komplett verweigere. Und ja, wenn ich immer wieder frage, wie dumm die Leute sind. Wenn es privat wäre, so, dann würde ich sagen: Ja, gut, okay, aber. Naja, mir natürlich geht's nicht, weil ich 14 bin. Prinzip mit dem Facebook dahinter, das ist, ich verstehe es einfach nicht. Ich finde Facebook in manchen Sicht ganz praktisch. Das ist ja, für dich vielleicht weniger. Kannst du ja gerne der Meinung sein, aber wenn es dann schon so losgeht, dass irgendwelche Leute sich da irgendwelche kleinen Spielchen überlegen und so, naja, weiß nicht, ich finde das lächerlich. Ich habe dir erzählt, was es auf der Startseite hatte und so. Ja, es ist mit ein Grund, warum ich sowas nicht unbedingt haben will. So, lass uns mal jetzt einfach mal hier ein bisschen runter. Okay. Und dann werde ich jetzt gleich nochmal den anderen Trank einwerfen. Ja. Und dann mal schauen. Oh, guck mal da oben. Was? Was ist das nicht? Ein Goldhelm. Ein Ancient Goldhelm, ja. Richtig. Das wäre jetzt theoretisch gesehen für dich auch einer, aber du hast ja schon einen. Hm, naja. So. Dann wollen wir mal gucken. Trank. Oh, ich habe sogar noch einen gefunden, sehe ich gerade. So, da drüben, was ist das? Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder reinkommen. Lass uns mal da runter. Warum läufst du weg? Weil ich geil war. Genau, du machst unten und Mitte, ich mach oben und Mitte. Ja. Geht da weiter links, direkt. Wir müssen gleich noch so ungefähr, sagen wir 5 Pixel runter. Okay. Und dann auf gleicher Höhe weiter links ist auch noch was. Ich muss natürlich jetzt echt erstmal auf die Farben klarkommen. So, was ist das jetzt? Das ist. Nee, ich will's wissen. Ich kann's nicht aufheben. Zehn, alles klar. So, da drüben rechts. Erstmal rechts. Und andere Missgeburt.
Okay. Einmal rechts. Da unten ist nämlich eine Höhle mit einer Kiste. Und okay. Zweimal Erz. Nimmt man die auch mit dem Höhlenforschertrank? Ja. Und da, da wir da auch weitere Forschertränke kriegen könnten. So, jetzt sollten wir nach schräg unten rechts. So, gleich haben wir sie. Ich schätze mal, das Erz da unten ist uninteressant. Zwei Wasserlauftränke. Hier so ein behindertes Auge. Wiederbelebungsbahn. Vier Gold. Sieben Goldbarren. Wie wär's, wenn du das Ding einfach abbaust, anstatt dir doof anzugucken, was da drin ist? So, erstmal egal. Nein. Einfach abbauen, damit es weg ist. Wir verschwenden hier gerade Zeit. Ja, aber wir verschwenden Zeit. Eichhölzes. Was ist das? Sinn. Was ist da über? Silber. Das war Silber. Okay. Ja. Ich sehe da jetzt nichts. Da ist ein Herz. Oh mein Gott, das ist zu dunkel. Du bist am Verrecken. Naja, am Verrecken nicht, aber. Ja, das ist bei mir gerade zum Hauptschaden gekommen. Hier ist nochmal Silber, oder? Ja, guck mal da runter. Okay. Da ist dann einmal, glaube ich, Dämoniterz. Das richtig okay. Sehe. Und jetzt genau links von uns ist ein Herz. Das kannst du dir mal krallen. So, was ist das? Das ist Zinn. Gold. Ach, das da ist Gold, das da unten, oder was? Jo. Okay, dann hol dir mal das Herz. Alles klar, okay. Also irgendwie stimmt das überhaupt nicht, was ich da für ein Bild hatte. So, da oben, was ist das? Bienen. Alles klar, da oben ist nochmal Gold. Oh, diese Drecksfledermäuse, ne? Ja, die Zentne nicht dran. Wo sagst du das Gold? Oben. Boah, das ist jetzt richtig scheiße. Sorry, Leute, da müsst ihr jetzt durch. Weil Höhlenforschertrank geht vor. Ja. Ne, Höhlenforschertrank geht vor. Ganz einfach. Ja, was? Ist so, ist Pech. Also, ist halt so. Ein Forschertrank lässt sich nochmal nicht einfach so eben machen. Also geht der vor. Ja, Real Life braucht keiner. Nicht mein Problem. Derjenige hat sich nicht angekündigt. Er hat sich hier anzukündigen. So, Vorsicht, da oben ist ein Zombie. Ich will deine Sekretärin fallen. Ach, vor allem meine nicht vorhandene, ne? Ja, natürlich. So, bau du das mal ab. Ich geh mal eben kurz gucken, was das hier oben ist. So viel. Ah, das ist doch scheiße. Silbererz ist das. Ich sehe hier nichts. Da ist wieder Gold. Ja, eine ganze Menge. Über uns ist Gold, rechts da über noch mehr. Hier links ist auch noch Gold. Das kannst du mal alles mitnehmen. Ich werde mal schon mal ein Stückchen weiter. Aber ich komme immer noch nicht. Ich sehe noch ein Herz. Was ist das für ein Erz hier? Ja, damit. Also der Scheiß, was auch immer, Skull da, der verwirrt mich dezent. Okay, Höhlenforschertrank ist ausgelaufen. Also da waren drei Goldadern direkt nebeneinander, ne? Für mir? Ja. Also da ist eine Zinnader. Zinn ist das. Gold, Zinn und... Da müsste aber noch mehr sein, eigentlich. Wo? Noch? Das war alles da direkt auf Ecke. Ach, da, glaube ich, oder? Ja, das ist Gold. Läuft das jetzt noch ab, oder nicht? Ja. Du bist so unprofessionell. Einfach Hände. Telefon nicht ausschalten. Schnauze. Wird der wohl nörgeln dürfen? Nee. Hab ich nicht erlaubt. So, ich mach mir jetzt mal hier eine kleine Luftholkuppe. Aha.
So, irgendwo hier. Irgendwo hier war noch ein Herz. Ja, irgendwo ist ein Ding präzise. Ja, ich kann es nicht mehr genau sagen. Höhenforschertrank ist ausgelaufen. Ich habe mir halt die Richtung gemerkt. Hast du jetzt drei Goldadern da platt gemacht? Da waren drei Stück. Zwei. Und irgendwo da direkt war noch eine. Ich habe eine Zimt gesehen irgendwie. Nee, das war dazwischen. Okay, dann grabe ich mich da mal durch. Ja. Jetzt fehlt halt natürlich auch noch ein bisschen die Erfahrung. So, was haben wir denn da? Das ist Schlick. Aua. Ich glaube, ich bin bei der Höhle angekommen mit dem Herz. Ich will jetzt auch ungern den letzten Trank einwerfen. Ja, ach, da habe ich sie. Auch nochmal so ein großer Klecks, ne? Jo. Geht schon. Ja, kein Riesenklecks, aber ja, etwas größer. Ja, bin mich jetzt hier auch immer weiter am reingraben hier. Ja, gut. Ich müsste jetzt eigentlich da sein. Hast du? Nee, noch nicht. Ah, okay, ja. Ich glaube, ich bin jetzt in der Höhle. Was ist das? Das müsste sie sein. Okay, hey, bin ich da hochgekommen? Oh ja, die ist ein bisschen größer. Hier müsste es irgendwo sein. Gucken wir mal hier unten nicht. Was ist da drin gewesen? Nee, das kann nicht sein. Schon nein, weit. Ich laufe mal zu dir, gell? Mach das. Ich muss gerade nur erstmal gucken, wo dieses blöde Herz war. Du hast zu weit gesehen. Bitte? Du hast zu weit drüber gesehen. Oh, Leute. Das ist jetzt so geil. Jetzt zur Not machen wir kurz einen Cut. Na, nix so. Oh, der redet alleine weg. Nicht schon wieder. Ich hab's. Hier ist es. Bum, 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 bum. Und auch noch eine Menge Gold. Das richtig sehe. Einsetzen. Was ist das hier? Felsen. Aber was ist das hier? So. Bist du denn jetzt ganz hin? Ah, weiter Zombie. Ich bin doch weiter links. Ach da. Ich da Licht gesehen habe, aber das war. Ja, hier hinten, da war auch noch eine ganze Menge. Da unten, ne? Ja. Ich glaube, da sollen wir da mal versuchen, mit uns rüber zu graben. Ja, komm mal da oben. Das scheint auch noch was zu sein. Stimmt. Ja, das Blöde ist halt, echt, man sieht nur Erze, aber kann nicht genau sagen, wo, wie, was. Das ist echt bescheuert. Ja, ich glaub's nicht. Da muss man quasi am besten eine Riesenauflösung haben, damit man noch mehr sehen kann. Also eine HD-Auflösung ist zwar ganz nett, also ja, 5 HD, aber reicht halt auch noch nicht in dem Falle. Ja, es gibt eh keine größere Auflösung in dem Spiel, oder? Ich glaube, wenn er Monitors kann, doch. Dann müsste er das anzeigen. Hast du denn einen, der das kann? Nein. Nope. Jetzt. Wo jetzt? Unten? Deine Kitze. Kitze. Kitze? So, was du nicht alles findest. Komische Kitzen. Kiste, so. Lass dich abbauen, ich bin am Messer. Okay, ich verpiss mich. Bevor ich jetzt aufhöre. Ja, blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Nicht ersaufen. Du hast jetzt, Dingens, denk mal, 3000 Herzen, oder?
Ich bin jetzt bei 300. Mann, meine ich ja. 3000, was? Wäre nice, aber ganz so viel ist es dann doch nicht. Wow! Sag mal, geht's noch? Dezent viel Wasser. Ja, warte mal. Guck mal hier. Mensch, mein Glaube ist runter. Guck mal. Kannst du Luft holen. Ganz netter Trick. Ich mach dir das mal hier. So, jetzt kannst du hier Luft holen. Das ist eigentlich ziemlich geile Sache. Zack. So, jetzt siehst du es auch besser. So, ich werde dann jetzt mal... Nicht das ist komisch. Ja, vielleicht weil unter Wasser und so. Eigentlich nicht. Ja, dass man eben länger zum Abbauen braucht. Achso, ich ja, einfach das kann raus. Natürlich sein. Oha. Oh, eine Riesenhöhle hier. Auch wieder Goldbarren, das ist geil. Flairgun brauchen wir. Oh ja, nicht. Guck mal hier. Was ist? Ich habe hier auch ganz viel gefunden. Ja, das ist übrigens interessant, dass die Blobs nur schwimmen. Die tauchen nicht. Ja. Doch gut, oder? Ja, ich find's witzig. Schwimmen hier die ganze Zeit über mir und machen nichts. Das ist ja. Aha. Der Kick ist gut. Aha, Arschlöcher. Verreckt in der Hölle. Du kannst mich nicht schwimmen. Ja. Ah, verreckt in der Hölle. Ich bin aber das gute Skelett. Scheiße. Nee, das Alter. Scheiße Skelett bin ich nicht. Oh, herrlich. Scheiße. Oh, da oben ist wieder irgendeine so Leuchtwurzel. Zur Abwechslung. Ja, stimmt, hab ich. Ja, da sollten wir auch nochmal hingehen. Nochmal Luki Luki machen. Luki 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 Luki. Ey. Ich glaub's dann. Nein! Dann kommt ihr nicht weiter. Ha. Hab's geschafft. Ebenfalls. Hier liegt noch irgendwas, was ich nicht aufheben kann. Steinblock, glaube ich. Guck mal, so. Hier geht's noch weiter. Ich schaue so lange bald nach oben. Muchtert. Oh, Pfeilfalle. Du kleine Nutte. Ja. Aber dank meiner Sneakiness. Oh Gold, ja. Nein, halt, stopp. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh, 230 Zeit. Fallschaden. Und Oha. Ich habe immer noch über 100 Leben. So schmeckt das doch. Moment mal, das funktioniert gar nicht, aber ist egal. Ah, Dämonit-Erz. Ich habe aus Versehen automatischen Helfer. Ist ja schon fast einfacher, das so zu suchen, muss ich mal sagen. Ja. Ja, weil es leuchtet. Jo. Ja, ich sehe es ja so auch über den ganzen Bildschirm. Ich verstehe den Höhenforschertrank nicht, ehrlich gesagt. Ja. Oder man muss nur noch besser damit umgehen lernen. Naja, das auf jeden Fall, aber... also, für Dämonit-Erz ist es so schon fast trotzdem einfacher. Ja, also ich sehe es halt so, weil es leuchtet, ne? Ja. Ach, da ist noch eine Höhle. Ich habe wieder ein Herz. Ja, nice, passt ja. Ja. Und einiges an Gold. Oh, ich habe auch ein Herz. Es geht schneller als ich gedacht habe mit den Herzen.
Ja, vor allen Dingen irgendwie so, du findest eins, ich finde gleich wieder eins, so. Ja, so ganz unbeeindruckt. Ja, schon, ne? Oh, Nerz. Oh, Nerz. Oh, ich habe zwei Herzen dabei, die ich noch gar nicht eingesetzt habe. Ja, so wie ich das eine war, ne? Scheiße. Aua! Alter, Pfeilfalle mit Gift. Naja, ist hier auch inne. Gemein. Okay. Hier überall Höhlen sind. Ja, du weißt schon gar nicht wirklich, wo man hin soll, ne? Aua! Blöder Wurm. Ja, wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher mit der Zeit. Wir müssten eigentlich auch sogar schon ein bisschen drüber sein. Ich würde dann mal sagen, dann lass uns mal den Cut jetzt hier gleich einwerfen, oder? Ja, ich hau mir noch kurz ein Herz hinter die Binde. Ja. Zack. Der Co, der Co. So. Ja, gut, dann würde ich sagen, hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und ja, schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Alles klar, bis zum nächsten Mal.